Jetzt übernehmen wir das in der vorherigen Lektion erstellte 3D-Modell in PowerPoint und sehen, was wir damit machen können. Ich habe PowerPoint hier bereits gestartet und um das 3D-Modell hier in diese leere Präsentation einzufügen, klicke ich auf Einfügen, dann gehe ich auf 3D-Modelle, aber hier in den unteren Bereich, nicht auf das Symbol, denn ich möchte kein fertiges 3D-Modell übernehmen, sondern unser eigenes importieren. Und dann in diesem kleinen Fenster klicke ich auf dieses Gerät. Und ich habe hier unser Modell LEK 015 und ich klicke auf Einfügen. So, schon haben wir unser Modell eingefügt und ich kann es problemlos, wie Sie sehen, verschieben. Ich möchte das so hier in etwa auf der linken Seite haben. Wir sehen hier auch etwas Glanz, so wie wir das ja in Paint 3D festgelegt haben. Und wir haben hier oben einige Möglichkeiten, uns anzugucken, wie das Objekt aussieht, um möglicherweise aus diesen vorgegebenen Bereichen die passende Position herauszufinden. Das bleibt Ihnen aber selbst überlassen. Ich zeige Ihnen lediglich, dass es diese Möglichkeit hier gibt. Und ich gehe hier wieder auf diese Standardansicht. Und das möchte ich auch so übernehmen. Und Sie sehen, wir sind hier jetzt bei Microsoft Outlook. Und wir müssen also nicht mit dem beginnen, was wir gemacht haben bei der Anlage des Modelles, denn da haben wir ja mit PowerPoint begonnen. Das wäre jetzt insoweit schon ganz in Ordnung. Und jetzt füge ich hier noch einen Text mit ein, damit wir auch etwas mehr Praxis haben. Aber keine Sorge, ich will Sie jetzt nicht mit meinen Kursen langweilen und hier Werbung machen, sondern ich will Ihnen zeigen, wie das hier so funktioniert. Ich habe mir den Titel hier schon mal herausgeholt. Ich kopiere und gehe zurück nach PowerPoint, klicke hier in das Textfeld, Steuerung und V, dann habe ich es hier drin, Steuerung A, jetzt kann ich hier noch die Schriftart ändern, auf, na, sagen wir Arial Black, das ist immer gut, ich kann das hier noch vergrößern und ich setze noch einen Schatten und ich setze auch noch auf Fettdruck. So, das soll es für schon als Vorbereitung gewesen sein. Und jetzt möchte ich diese Folie mit der Pyramide kopieren. Also klicke ich mit der rechten Maustaste auf die Folie und klicke dann hier auf Folie duplizieren. Für alle Personen, die Microsoft Paint 3D perfekt erlernen möchten, steht unsere persönliche Schulung Microsoft Paint 3D leicht gemacht zur Verfügung. Informationen über unser Schulungsangebot finden Sie unter diesem Link hier im oberen Bereich des Bildschirmes. Wenn Sie nicht ganz sicher sind, ob eine Schulung für Sie schon richtig und passend ist, können Sie gerne ein kostenloses Beratungsgespräch mit uns buchen. Sie finden die Buchungsmöglichkeit unter diesem Link. Selbstverständlich finden Sie auch beide Links anklickbar in der Beschreibung zu diesem Video. Und jetzt habe ich mein Objekt hier auch und als nächstes drehe ich das Objekt und möchte dann PowerPoint haben anstelle von Outlook. Aber ich möchte jetzt hier die Pyramide so haben, dass man noch etwas von der vorherigen Seite angedeutet sieht. Hier haben wir jetzt das neue Titelbild und haben hier das Logo. Also das passt insofern ganz gut. Jetzt ändern wir hier auch den Text. Und dann hätten wir diese zweite Folie bereits soweit geändert. Jetzt dupliziere ich die Folie ein nächstes Mal. Und jetzt möchte ich, dass Microsoft 2 angezeigt wird anstelle von PowerPoint. Dazu drehe ich hier die Pyramide, lasse aber auch diesmal etwas noch von der vorherigen Folie angezeigt. Ich übernehme den anderen Titel.
So, das wäre auch geschafft. Und jetzt gehe ich noch einmal auf Folie duplizieren. Und jetzt suchen wir uns die vierte Seite heraus. Da haben wir sie. Ich übernehme den Text. Und damit hätten wir alle vier Seiten da. So, jetzt möchte ich das natürlich, wie versprochen, per Morphing verändern, wenn sich die Seiten drehen, wenn die Folien gewechselt werden. Dazu gehe ich hier erst einmal wieder auf die oberste Folie, klicke auf Übergänge, klicke dann hier auf Morphen und ich ändere die Zeit hier mal etwas auf 3 Sekunden und dann müsste das so funktionieren. Was Sie natürlich machen können, ist, Sie können, bevor Sie erstmalig eine Folie kopieren, das mit dem Morphen einrichten. Dann müssen Sie es nicht, so wie ich es jetzt habe, auf jeder Folie neu machen. So, ich gehe auf diese zweite Folie, ich klicke auf Morphen und ich gehe auch hier wieder auf 3 Sekunden. Folie Nummer 3. Sie sehen hier in der Vorschau direkt, was passiert. Und dann haben wir hier noch die Folie Nummer 4. So, damit wären wir im Grunde genommen vorbereitet. Und damit uns nichts passiert, speichere ich das nochmal eben. So, und jetzt werde ich die Präsentation starten und wir werden sehen, was passiert. Sie sehen hier noch, bevor ich anfange, die nächste Folie kommt bei Mausklick. Wir könnten das natürlich genauso gut auch auf eine bestimmte Anzahl von Minuten oder Sekunden einrichten. Aber das ist PowerPoint, da müssen wir jetzt nicht weiter drauf eingehen. So, ich klicke jetzt hier auf den Startbutton für die Bildschirmpräsentation. Und jetzt haben wir die erste Anzeige hier, unser Outlook mit der Beleuchtung. Jetzt klicke ich einmal mit der linken Maustaste. Und dann sehen wir, dass die Pyramide sich schön nach rechts gedreht hat und wir hier aber noch etwas von der vorherigen Seite sehen können. Hier könnte man natürlich auch noch eine Animation einbauen, damit das alles einheitlich ist. Aber da dies hier ja jetzt nicht kein PowerPoint-Kurs ist, gehe ich da jetzt nicht weiter drauf ein. Ich klicke jetzt wieder mit der linken Maustaste und dann bekommen wir die Pyramide wieder mit der Sway-Seite in diesem Falle. Und wenn ich jetzt noch ein weiteres Mal klicke, dann bekommen wir unsere letzte Seite und die Pyramide hat sich auch so gedreht, dass wir das Kursbild für Windows 10 und das Windows 10 Logo hier oben haben. So, wenn ich jetzt noch einmal da drauf klicke und die ist die Präsentation natürlich beendet. Nur der Ordnung halber zeige ich Ihnen, dass wir dieses 3D-Modell auch in Word benutzen können. Ich starte dafür jetzt einmal Word. Nehme ein leeres Dokument, dann ist der Ablauf so ähnlich, wie Sie das bei PowerPoint gesehen haben. Kein großer Unterschied oder im Grunde genommen gar kein Unterschied. Einfügen, dann haben wir hier die 3D-Modelle auf dieses Gerät und dann gehe ich auf die entsprechende Position auf meiner Platte. Das war noch ein zu früh. Hier ist das Doppelklick oder einfach Klick und Einfügen. Dann wird das eingefügt und wir haben dann in Word genau die gleichen Möglichkeiten wie in PowerPoint. Wir können drehen, wir können vergrößern. Also wenn Sie den Weg gehen, sich eigene 3D-Modelle über Paint 3D zu erstellen, können Sie sie nicht nur in
PowerPoint, sondern auch in Word und wenn Sie möchten, in Excel weiterverwenden. Für alle Personen, die Microsoft Paint 3D perfekt erlernen möchten, steht unsere persönliche Schulung Microsoft Paint 3D leicht gemacht zur Verfügung. Informationen über unser Schulungsangebot finden Sie unter diesem Link hier im oberen Bereich des Bildschirmes. Wenn Sie nicht ganz sicher sind, ob eine Schulung für Sie schon richtig und passend ist, können Sie gerne ein kostenloses Beratungsgespräch mit uns buchen. Sie finden die Buchungsmöglichkeit unter diesem Link. Selbstverständlich finden Sie auch beide Links anklickbar in der Beschreibung zu diesem Video.